Bisher hielten sich die Pläne für die Raumstation, die um den Mond kreisen soll, noch im Wagen. Aber jetzt scheinen sich die Pläne zu konkretisieren. Igor Komarov, Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, verkündete jetzt die Einigung mit der NASA zum Bau der Raumstation Deep Space Gateway in einer Umlaufbahn um den Mond. Alle Infos jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Sie wird deutlich kleiner als die ISS, die internationale Raumstation, aber sie hat ein viel größeres Ziel. Ihr Name sagt schon aus, wohin die Reise gehen soll, im wahrsten Sinne des Wortes Deep Space Gateway, was so viel wie Tor in den Weltraum heißt. Und es sind ambitionierte, ehrgeizige Pläne für diese Station. Zum ersten Mal sollen hier Techniken getestet und vorbereitet werden, die Weltraummissionen in die Tiefen des Alls ermöglichen. Das erste Ziel, auf das sich hier vorbereitet wird, wäre die Mars-Mission. In der Umlaufbahn des Mondes könnte all das getestet werden, was bei einer Mars-Mission nötig wäre. Nur, dass die Rückkehr vom Mond zur Erde in wenigen Tagen möglich wäre und sogar mit einem erheblich beschädigten Raumschiff, wie es die Apollo 13-Mission gezeigt hat. Damals war 2 Tage nach dem Start zum Mond ein Sauerstofftank explodiert. Die Mondmission musste abgebrochen werden. Die Astronauten legten die havarierte Kapsel Odyssee still und wechselten in die Mondlandefähre, die nicht beschädigt war. Von dort aus steuerten sie das Raumschiff, das sie mit einem Swing-by-Manöver um den Mond wieder auf Kurs zur Erde brachten. Kurz vor Erreichen der Erde nahmen sie die Odyssee mit den verbliebenen Sauerstoff- und Energiereserven wieder in Betrieb, koppelten die Mondlandefähre ab und landeten mit den letzten Sauerstoffreserven auf der Erde. Bei einer Havarie auf dem Weg zum Mars wäre das nicht möglich gewesen. Mit Deep Space Gateway wird der Mond jetzt zum Testgebiet für die nächste Generation der Raumflüge. Schon jetzt wird die Rakete für die erste Mission gebaut, die Space Launch System Rakete, kurz SLS, und die Orion Raumkapsel. Erste Systeme für die Mission werden an Bord der ISS getestet. 2024, spätestens 2026 soll es dann losgehen. Die Deep Space Gateway Raumstation soll aus 3 Modulen bestehen. Das Energie- und Antriebsmodul, ein Wohnmodul und ein Logistikmodul, in dem auch Experimente durchgeführt werden können. Bei Bedarf sollen weitere Logistikmodule angedockt werden. Hier sollen Astronautinnen und Astronauten dann neue Technologien in verschiedenen Umlaufbahnen um den Mond testen, denn die Station ist dazu in der Lage, in unterschiedlichen Höhen um den Mond zu kreisen. Von dort aus können dann Missionen zum Mond gestartet werden und so Landetechnologien und weiteres getestet werden. Der Mond wird so zu einem riesigen Experimentierfeld für Landetests und weitere Tests rund um Missionen zu fremden Planeten. Nach dem Durchhänger, über den wir erst letztlich hier berichtet haben, scheinen jetzt doch endlich erste konkrete Schritte zur nächsten Raumstation unternommen zu werden. Hierzu ist geplant, weitere Partner wie zum Beispiel die Europäische Weltraumagentur ESA mit ins Boot zu holen. Dafür wird überlegt, bestimmte Elemente jetzt zumindest für die Menschheit weltraumweit zu normen. Zitat: Unser Beitrag kann der Bau von 1 bis 3 Modulen sowie die Entwicklung einheitlicher Standards für Andockmechanismen für Raumschiffe sein. Zitat Ende, das meint Igor Komarov. Die NASA hat sich bis jetzt noch nicht so konkret geäußert, aber es scheint nur noch logisch, nach dem Ende der ISS, die spätestens 2028 kontrolliert ins Meer stürzen muss, weil dann niemand mehr für die Sicherheit an Bord garantieren kann. Das ist übrigens auch ein Ziel der Raumstation um den Mond. Die Raumstation soll deutlich länger, für mehrere Jahrzehnte oder vielleicht auch für immer im Weltraum bleiben. Zum einen könnte die Lebensdauer der Module erhöht werden und es könnte ein System der Erneuerung entwickelt werden, durch das alte Module regelmäßig durch neue Module ausgetauscht werden. Und auch die Kosten werden gegenüber der ISS deutlich niedriger sein. Nicht nur die erheblich geringere Größe macht die Raumstation deutlich preiswerter. Deep Space Gateway soll nicht mehr dauerhaft mit Astronauten und Astronautinnen besetzt sein. Dadurch sind viel weniger Versorgungsflüge nötig und der Energie- und Sauerstoffverbrauch ist auch viel geringer. Es geht also los mit den Missionen in die Tiefen des Alls. Wenn es Neues zu vermelden gibt, dann erfahrt das natürlich hier. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Hier geht es weiter mit 1000 Raketen zum Mars. Ja, da geht es darum, wie Elon Musk den Mars besiedeln will. Spannendes Video, natürlich, also nicht verpassen und draufklicken. Viel Spaß dabei und ansonsten bis dann. Bleibt dran.